Nächster Abschnitt geschafft. Jetzt kommen sie hier wieder alle rausgestürmt. So. Ja, ich lauf mal das gleich mal ganz da hinten. Sali, teleportieren wir doch hier. Oh, haut ab. Guck, wir tauchen einfach nur so auf hier. Ich hau mal ab hier. Diese ganzen Hunden wieder hier. Hundis, Idioten, Hundis von Gronkh. Ich mach mal Gronkh nach. Nee, mach ich nicht. Ja, hab meine Gronkh-Follower ja auch nochmal geguckt. Ich bin echt mal gespannt, der bei Minecraft auf die Folge 1000 kommt. Ne? Wenn der auf die 1000 kommt, dann mach ich auch mal Minecraft. Aber Minecraft ist nicht so meine Art, irgendwas rumzubauen oder rumzuprobieren. Ich bin sehr selber ganz schön kreativ, aber macht es wirklich für mich Spaß, Minecraft zu spielen? Ich weiß es nicht. Ich habe Minecraft, ja, aber bei meinen Testvideos sieht man das ja. Will ich erstmal ein paar Videos hochladen können. Auch wenn sie dauert, bis sie hochgeladen sind. Guck mal auf die Kimmel, ist schon gleich 23 Uhr. So. Ja, das Problem der ganzen Sache, Minecraft ist nicht meine Art, weil Tetch-Shapack hier oder diesen ganzen Mods und so einen Scheiß, habe ich einfach keinen Nerv, die alle hier zu finden, zu installieren. Dafür aber ein Gronkh, weil er macht's schon. Minecraft werde ich dann in Originalfassung spielen. Seine originalen Text-Chatpack und im Internet werde ich das nicht raussuchen, oder? Weil es mir eigentlich scheißegal, was da ist. Ich könnte eine Let's Show machen, höchstens. Ich zeige mal, was ich gebaut habe. Und jetzt ist aber mal gut hier. Ja, da frage ich mich noch eigentlich. Minecraft hat ja nie ein Ende. Man kann unbegrenzt bauen, solange man die Rohstoffe hat, aber da gibt es einen Create-Modus. Der Modus ist extra dafür da, einfach was loszubauen und dann gibt es den Spielermodus, also keine Ahnung wie der jetzt heißt. Dann die Steine abzubauen, das dauert wieder viel zu lange und das Let's Play wird in der Länge geschoben. Guck mich an, ne? So. Ja, er guckt mich an. So, mal ein paar Gegner geholt. Hab schon wieder gleich keine Munition. Das wird mal hier so ein Endfinale. Geht mir schon wieder eine Mucke aus hier. Ah, da haben wir es wieder geschafft. I wish. Show me the way to the imprisoned Simba Shaman. Ah, there he is. Luis. Oh. Ich wieder mit meinem Deutsch rüber. So. Haben wir 13 Minuten gebraucht. Ist auch schon mal gut. So, weiter hier im Text. Schwanerpriester muss man doch verprügeln.
Hey, leave that shaman alone. We can do this the hard way or my way. They're basically the same thing. So. Wollen wir doch mal, wie schnell das mal so schön lädt, ne? Ja, sieht, die Grafik sieht aber wunderschön aus, die Gebiete schön groß. Das hat er bye-bye, ja. Jetzt kommen wieder die Zombies mit der Schrotflinte mit der Jan. Oh Mann. Also ich bin ein kleiner Fan für dynamische Musik, wie hier diese Gamer-Musik. Das beruhigt einen irgendwie der Seele im Herzen, weißt du. Wenn man doch frisch verliebt ist, muss man einmal Serious Sam spielen. Von mir aus könnt ihr mal ein paar Fragen stellen. Aber ich erwähne nichts über mein privates Leben. Irgendwas muss ich machen. Na gut. Weil privat, mein Leben ist ja eigentlich privat und soll es auch so sein. Und ich habe keine Lust, jedem zu erzählen, ja, mein Leben ist scheiße und so ein Scheiß, ne? Das habe ich einfach jetzt so gesagt. Aber ist auch egal. Ich eine Freundin habe oder nicht, ist auch egal. Wenn ihr weiblichen Zuschauer wissen wollt, ich bin schon solo seit 5 Jahren, bin damit glücklich und ich habe immer wieder den Spruch gehört, du wirst die richtige finden, was eigentlich auch nicht stimmt. Ich habe nur Pechbeziehungen in meinem Leben gehabt und ich lasse es einfach gut sein, weil es gibt schon genug Jugendliche irgendwo in Deutschland unterwegs sind, Pillennahrung gesammelt hier haben, ja. Ist mir egal, weil erst hahaha machen und dann ein Kind auf der Welt setzen und der Vater haut ab meistens und die Regel ist ja eigentlich nur dazu da, was die Menschen heutzutage überhaupt wollen. Sind die überhaupt meiner Meinung nach, wollen die eine Beziehung haben mit Kind, Zukunft aufbauen oder wollen sie es nicht? Manche können es nicht richtig entscheiden und ich noch Vater werden will und ist eigentlich vorbei. Es reicht schon, wenn ich Onkel werde und ist auch gut, wenn ich überhaupt mal Onkel werde. Ich habe ja auch noch einen Bruder und der lebt auch noch ganz gut. Familie habe ich ja auch. Ja, und es gibt auch manche Tage, da kann ich keine Videos hochladen. Da muss ich mal, Familie geht vor. Und das ist eben hier nur mein Hobby. So, und habe ich mal ein bisschen erzählt mal von mir, was ich einer bin. Und gehe noch anständig real arbeiten. Und durch meine Let's Plays will ich auch vielleicht, ich weiß es nicht, viele Klicks erreichen, wenn mal die Leute endlich mal drauf kommen würden. Vielleicht muss ich mich bei Twitter oder Facebook mal anmelden. Irgendwas ist da. Naja. Ja, das ist für mich einfach nur ein Hobby. Was sind eigentlich die Granaten? Welche Taste sind eigentlich Granaten? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Irgendwo so ein Scheiß. Granaten. Welche Taste ist denn eigentlich Granaten?
Muss ich mal gucken. Ja, kurze Unterbrechung. Welche Taste ist eigentlich Granaten? Spieloption. Nee. Ach, keine Ahnung. Gehe ich mal mit der Motorsäge ran. Oder Raketenwerfer, da habe ich genug Schuss. So, mal alles einsacken. Kommen sie wieder alle angeschissen. Ja, zurück zur Frauenwelt da. Ich kann mir das heute noch nicht vorstellen, weil ich lebe schon so lange alleine und bin mit Familien, Freunden unterwegs noch. Aber ich kann mir das noch nicht mehr vorstellen, in einer Beziehung nochmal zu leben. In 3 Monaten ist es eh aus. Und ich finde es immer Herzverbrechen und alles die Streiterei, da habe ich keinen Bock drauf. Weil, will eine Frau noch was von mir oder will sie nicht? Und ich hab echt keinen Bock, mich nur mit einer Freundin zu streiten. Ja, tut mir leid, Schatz, hier. Und alt zurückzugehen. Und habe ich echt keinen Bock mehr. So wie ein Hund hinterherlaufen. Wenn ich irgendwann mal die richtige finde und bin ja bald 30, weißt du? In 5 Jahren. Mein Alter ist ja 25, das ist für euch noch sehr jung, aber für mich ist das schon mal was. 25 Jahre mal erreicht hast, ne, und im Leben. Hast du Erfahrungen gemacht und so viel. Wahre große Liebe mal finden kannst, ne. Da frage ich mich eigentlich noch. Oh, sorry. So, da frage ich mich eigentlich noch, was will ich überhaupt noch? Habe ich überhaupt noch einen Bock, eine Beziehung zu starten? Immer dieses neue Kennenlernen, das geht mir immer auf den Sack. Ja, für andere ist das immer eine Herausforderung, aber ich will mal endlich von 0 auf 50% immer gekommen oder ich will mal auf 0 auf 100% kommen und nicht jedes Mal neu eine Beziehung anfangen. Ja, die ist gut, die ist gut und die ist gut. Nee. Es muss auch total ein bisschen die Liebe auch mal mit Stimme und alles den Charakter passen und so ein Scheiß. Aber ich habe irgendwann manchmal echt eine Vorstellung, eine Beziehung kostet ja auch Geld, weil du machst es ja nicht für dich, du machst es ja für die Beziehung. Und bist du treu danach oder ja, poppst du irgendwelche mit anderen Weibern rum und dann kommt immer diese Redenart, was du wieder in den Zwickmüll kommst, ne? Lügen will ich keine Frau antun, so kleine Notlügen, wie es die meisten machen heute zutage mit Beziehungen und so. Aber die Frauen, ich weiß nicht, ich verstehe die meistens nicht. An der einen Seite mit den Kindern kann ich es verstehen und an der anderen Seite wieder nicht. Die sind manchmal echt verrückt in der Beziehung, was ich hatte, meiner Erfahrung eher. Und ich will eine Anständige haben, die das auch wirklich will und alles. Natürlich will ich auch mal Kinder haben, aber mit der Lage, was Deutschland hat, da sehe ich meine Zukunft schwarz. Ja. Und wenn ich eine Frauenbeziehung habe, dann kann ich gleich meine Let's Plays aufheben. Alles. Alles, was ich am PC gemacht habe. Meine Musik, alles. Da bin ich für meine Frau und für meine Kinder noch da. Und die verlasse ich nicht. Ich will mein Kind nicht irgendwie in einer Welt setzen oder zeugen, oder wie das heißt. Weißt du? Schwierigkeiten kriegt. Jeder soll seine Erfahrungen selber machen, aber ich will mein Kind unterstützen, weißt du? Und ich will mein Kind nicht enttäuschen, ich will es nicht verlieren, ich will das auch so lieb haben wie eine Frau. Ja gut, Kinder sind selber richtig anstrengend. Die ersten Jahre, so von 0 auf 6, ne, sind es halt richtig anstrengend, laut. Aber nach und nach, immer in Jahren, beruhigen sie sich immer. Genau. Und wenn sie noch komplexer, komplizierter, wenn es das eigene Gewissen kommt, ne? Keine Munition bei der Scheiße.
Na gut, über Kinder kann ich viel erzählen, aber ich habe mal selber mal ein paar Freundinnen gehabt, die Kinder hatten. Und das ist eigentlich für mich die große Frage, wenn ich eine Beziehung schon mit einem Kind mit einem anderen Vater einlasse. Ich würde gerne meine eigenen Kinder auf die Welt setzen, aber die heutzutage in meinem Alter ist den Frauen schwer zu finden. Und ich wohne in einem Ort, wo das Unmögliche finde. Weil ich lebe in der Stadt Kassel und mitten in Deutschland, das Herz des Deutschlandes. Und ich dachte, hier findest du was, hier mitten in Deutschland, weil hier hast du Arbeit, hier hast du das und dies, ne? Alles wunderbar, kein Problem, ne? Und was will man ja auch mehr? Ein glückliches Leben. Dann frage ich mich eigentlich noch. Oh, spielen und nachdenken über Frauen labern, ey, das ist schon anstrengend hier. So, da hole ich mal die Studios. Ja, da frage ich mich eigentlich noch, wenn die Frauen mich wirklich haben wollen, möchte ich es denn lieber hier in meiner eigenen Heimatstadt haben und nicht so weit reisen müssen, ne?